sehr gesund, lecker und super für unser Immunsystem. Eine frisch gekochte Rindfleischsuppe, die ist richtig gut, auch zum Kräftigen. Ich denke, das kann man immer gut gebrauchen. Kannte man ja auch schon von der Mama und auch von den Omas. In diesem Sinne, herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber was brauche ich denn jetzt für meine Rindfleischsuppe? Zuerst habe ich mir natürlich Rindfleisch besorgt in Bioqualität. Ich habe hier einmal Suppenfleisch und ich habe Beinscheiben. Weiterhin frisches Gemüse natürlich, Blumenkohl, Möhren, Lauch, ein paar Frühlingszwiebeln, Kartoffeln und Knollensellerie. Dann habe ich Gemüsebrühe, auch in Bioqualität, und ich habe Salz und Pfeffer zum Würzen. Mein Fleisch ist übrigens auch Bioqualität, da lege ich Wert drauf, weiß ich nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt hatte. Mein Tipp noch, wer das gerne mag, der kann gerne dazu auch noch frischen Ingwer geben oder auch ein bisschen Knoblauch. Aber da ich heute nicht nur für uns alleine koche, sondern auch für meinen Vater, der sich dann freut, und ich weiß, der mag nicht gerne Knoblauch und Ingwer, deshalb lasse ich das dann natürlich raus. Und jetzt können wir dann auch direkt starten. Ich koche meine Suppe im Schnellkochtopf. Das spart einiges an Zeit, denn ansonsten kann man rechnen, so 2 Stunden sollte man das Fleisch schon kochen lassen. Oder sagen wir 1,5 bis 2 Stunden. Das muss ja richtig schön durchgegart sein und soll ja auch auskochen. Denn wir wollen ja das Gute aus dem Fleisch haben und natürlich auch aus den Knochen. Wichtig ist, das Fleisch wird mit kaltem Wasser aufgesetzt. Habe ich ja jetzt hier in meinem Topf. Und jetzt gebe ich das da rein. Mitsamt den Lorbeerblättchen. Dazu kommt jetzt eine Zwiebel und zwar mit der Schale. Dann kriegt nachher die Flüssigkeit auch schön so ein bisschen Farbe durch die Schale. Jetzt kommt der Deckel da drauf. So. Der wird verriegelt. Und dann koche ich das Ganze eine gute Stunde. Ich denke mal 70 Minuten, 10 Minuten mehr wie ein Stündchen. Und dann sehen wir uns wieder. In der Zeit, wo das Ganze jetzt kocht, putze ich mein Gemüse und mache das schon mal schön auf die passenden Stücke. Möhren werden geschält natürlich. Ich lege mir immer ein Blatt Küchenpapier dahin, für dann direkt meinen Abfall aufzufangen. Ja, da habe ich auch schon gehört, den Müll könnte ich ja vermeiden. Mag vielleicht richtig sein, aber ich mache das halt so. So langsam geht es hier bei meinem Schnellkochtopf richtig los. Der hat schon mal so ein bisschen Dampf abgelassen. Und wer das nicht kennt, hier oben an diesem Ventil, das Ventil steigt auf. Und das zeigt dann, welche Temperatur er erreicht hat. Wie das jetzt bei dem Topf hier, nach welchem Ring welche Temperatur ist, könnte ich euch gar nicht sagen. Müsste ich jetzt nachschauen, weil ich koche schon so viele Jahre mit dem Schnellkochtopf. Also ich warte jetzt, bis halt die Ringe hoch sind und dann wird auf jeden Fall die Temperatur reduziert. Und jetzt Gemüse klein schneiden. So, die Zeit ist um. Den Topf habe ich jetzt schon geöffnet. Übrigens, da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Der muss natürlich vorher abdampfen, damit der Druck aus dem Topf raus ist. Also wer das nicht kennt, der sollte sich da vorher gut belesen. Jetzt tue ich mal das Gemüse weg. Und dann holen wir mal das Fleisch raus. Dafür habe ich jetzt hier so eine Schöpfkelle. Hier sieht man jetzt, wie das Fleisch also richtig vom Knochen abgefallen ist. Das heißt, das muss ich jetzt alles gleich schön auseinandersuchen. Stelle ich mir das mal eben beiseite. Und was ich grundsätzlich mache, ich siebe meine Suppe, wenn ich die gekocht habe, die Flüssigkeit, immer einmal durch, weil ich immer sicher gehen möchte, dass ich da nicht mal Knochensplitter drin habe und deshalb einmal durch das Sieb, dann kann nichts passieren. Das mache ich übrigens genauso auch bei Hühnersuppe. Jetzt gebe ich da zunächst das Gemüsebrühpulver rein und dann kommt das ganze Gemüse dazu. Mache ich das mal hier mit
zum Pfannenwender. So, jetzt kann ich das Brettchen dann mal anheben und den Rest noch rein. Dazu kommt dann jetzt natürlich Pfeffer, auch noch etwas Salz, aber mit dem Salz natürlich dann jetzt vorsichtiger sein, weil die Gemüsebrühe ist ja auch schon salzig. Das Ganze hier, das kocht jetzt noch mal ungefähr eine halbe Stunde und in der Zeit zerlege ich mal mein Fleisch. Das Fleisch habe ich jetzt in der Zwischenzeit ausgelöst, klein geschnitten und so die richtigen Fettstücke habe ich natürlich weggemacht. Und das wandert jetzt auch noch mit in die Suppe. Noch eine Viertelstunde lasse ich meine Rindfleischsuppe jetzt vor sich hin köcheln und dann bin ich fertig. Lecker und gesund, das Richtige fürs Immunsystem in der ja noch kalten Jahreszeit vor allen Dingen. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich sage euch mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Däumchen oder auch ein Abo. Bis bald zum nächsten Video. Tschüss.